Die einfachen, aber kraftvollen Worte Franz von Assisis haben Musiker oft zu Vertonungen inspiriert. In München lebt der Komponist, der sie nun zeitgemäß interpretierte. N.J. Schneider ist einer der renommiertesten deutschen Komponisten mit einem riesigen Werk, das von weltlicher über sakrale Musik bis hin zu bekannten Filmmusiken reicht. Seine Fassung des Sonnengesangs schrieb er als Auftragskomposition, speziell für die Regensburger Domspatzen. Wenn man sich mit Franz von Assisi auseinandersetzt, dann kommt man ständig darauf, dass er ein unglaublich schlichter Mensch war, der ja auch angeblich mit Vögeln, mit Tieren reden konnte. Und deswegen ganz klar, die Musik muss fast die harmlose, naive Qualität von der Volksmusik besitzen. Historische Volkslieder, die er auf italienischen Inseln hörte, waren es dann auch, die den Komponisten zu seiner Fassung des Sonnengesangs inspirierten. Wenn man heute auf Sardinien in Konzerte geht, ist völlig populär die alte Art des Singens. Die langgezogenen Bordun-Töne, die singen dann einen Klang, der verschiebt sich mit Harmonik. Und das sind alles dann Kombinationsmöglichkeiten, aus denen der Sonnengesang vom Material her dann entstanden ist. Auch die Musik zählt zu den Wundern der Schöpfung. Die Suche nach ihrem Geheimnis, nach den Wurzeln von Musik, ist etwas, was N.J. Schneider seit jeher bewegt. Ich bin jemand, der prinzipiell immer nach dem Archaischen sucht. Das heißt, mich interessiert nie die moderne Ebene des Kopfes, des Denkens, sondern immer das, was ganz tief im Menschen liegt. Unterbewusstsein, archaisch, was hat der Mensch auf seiner frühesten Stufe im Dunkel der Geschichte, im Dunkel des Unterbewussten gemacht. Deswegen faszinieren mich ganz allgemein alte Texte oder alte Bibeltexte. Allein schon deswegen, weil da ein Urwissen im Text liegt, was mich mit ganz früheren tiefen Schichten zurückbindet. Und da sind wir jetzt genau bei dem Wort zurückbinden. Das heißt ja lateinisch religare oder religio ist die Rückbindung und Religion ist einfach zu fragen, wo kommst du her und was verbindet uns mit dem Ursprung der Welt. Und damit ist man sofort bei einem religiösen Thema. William Blake, das schöne Zitat, halt einen Regentropfen in deiner Hand, da ist die ganze Welt im Mikrokosmos drin. Und genauso ist es auch mit einem einzigen Ton. Ich brauche keine 12 Töne, ich brauche auch keine Harmonien, sondern einen einzigen Ton. Und den jetzt ausgehalten und durchgelebt, da kann ich die Schöpfung drin finden. Schneider arbeitet gern mit kirchlichen Auftraggebern. In sakraler Musik kommt er seiner großen Leidenschaft nahe, den Fragen nach dem Sinn der Welt, dem Woher und Wohin des Menschen. Viele große Komponisten kamen zu ähnlichen Fragen und auf diese Weise, genau wie er, zur sakralen Musik. Kirchenmusik ist inhaltlich natürlich anders, weil sie
weil sie A, stark textiert ist. Also instrumentale Kirchenmusik ohne Orgel gibt es gar nicht viel. Also es ist eine sehr vokale Musik, textgebunden, das ist ein Faszinosum. Und da blickt man auch, und das ist für mich das Spannende, auf eine uralte Geschichte. Also wenn ich für Knabenchor a cappella schreibe, dann sehe ich mich in einer Tradition von inzwischen über 1000 Jahre. Und das ist doch ein sehr großes Gefühl, sozusagen da mit zu schwimmen. In den Bergen über Assisi liegt das kleine Kloster Carceri. Es hat sich kaum verändert seit 800 Jahren.